setzen jeden Abend eine Maske auf. Und sie spielen, wie die Rolle es verlangt. Das Lastkrafttheater ist in Wiener Neudorf wieder vergegen. Und ein schöner LKW, der schon einige Jahre auf dem Buckel hat, wie ich gehört habe, steht da als Bühne. Sie machen ja das schon länger, gell? Ja, wir fahren heuer schon das 13. Mal, also 13 Jahre, gibt schon das LKW-Theater, zieht durch die Lande mit diesem LKW, die ihm für die Imagebildung des LKW und vor allem auch des Lastkraftfahrer wirbt. Ja, wir freuen uns alle Jahre, wenn dieser LKW zu uns kommt ins Freizeitzentrum. Und wir erwarten auch heute wieder, dass wir uns gut unterhalten. Gell? Das Wetter spielt mit und vor allem dieser Veranstaltungsort gefällt uns sehr. Auf der linken Seite herrliche alte Bäume und auf der anderen Seite eben für die Verpflegung. Und wir hoffen, dass wir gute Unterhaltung auch heuer wieder nach Wiener Neudorf gebracht haben. Heuer werden wir eine sehr lustige Komödie mit an Bord von unserem LKW, das Konzert von Hermann Bahr. Das ist eine sehr lustige Verwechslungskomödie, wo ein Pianist seiner Frau erzählt, er gibt ein Konzert, um auf eine Berghütte zu fahren mit seiner Geliebten. Das ist wirklich sehr, sehr nett und die beiden, also der gehörnte Ehemann, der beschließt dann, das bin ich in dem Fall, beschließt dann den beiden mit der Frau vom Pianisten nachzureisen. Also es ist eine sehr turbulente Komödie und es ist wieder schön, dass wir wieder das Lachen nach Wiener Neudorf bringen können. Und natürlich braucht das Lastkrafttheater Orte, die das Lastkrafttheater einladen. Und Wiener Neudorf ist ein Ort, der das Lastkrafttheater, seitdem das Lastkrafttheater gibt, einlädt. Und jetzt bitte ich Sie um den kräftigsten Applaus, der Ihnen möglich ist. Für Ihren Gastgeber, den Kulturgemeinderat von Wiener Neudorf, Nikolaus Patoschka. Wieder mit Ihnen. Wenn wir es nicht so theatralisch machen wie der Max, ja, kann ich sicher auch nicht. Ja. Aber ich bin immer sehr froh, wenn das Lastkrafttheater zu uns kommt. Und wie der Max schon richtig gesagt hat, seit am Beginn sind wir dabei und ein Großteil von Ihnen ist auch dabei. Ich darf Sie natürlich jetzt recht herzlich bei uns in Wiener Neudorf begrüßen. Wir haben auch gesehen, dass sehr viele Personen oder Leute aus der Umgebung da sind. Herzlich willkommen beim Lastkrafttheater. Darf ich zum Herrn Gemeinderat ergänzen? Die Theatergruppe hat auch den Kulturpreis von Niederösterreich erhalten, was eine sehr besondere Auszeichnung von der Landeshauptfrau ist. Und unsere Firma hat auch und auch die Theatergruppe alle beide den Mäzenaspreis erhalten. Fräulein, glauben Sie mir, meine Damen, ach Missgarten, ich bin untröstlich, einfach sehen, meines Sekretärs, das ich mir auch gar nicht erklären kann, denn die verehrten Damen, ach, Frau Flodacher, Frau Doktor, kann, Sie können sich doch denken, dass, ich kann das wirklich noch nicht verstehen, ja, hören Sie, ja, mein Sekretär hatte den Auftrag, die verehrten Damen noch gestern Abend sofort zu verständigen. Also ich bin untröstlich, ja. In 2-3 Tagen bin ich freilich wieder zurück, ja. Fräulein? Was ist denn? Was ist denn geschehen? Er verreist. Der Meister verreist? Ja, Stundenfall ausgedeckt. Die Stundenfall ausgedeckt. Die Stundenfall aus. Er gibt ein Konzert. Da steckt ein Geheimnis! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Aber nicht, was fällt Ihnen denn ein, mein Kind? Ach, Meister! Ach, wer könnte solchen Augen widerstehen? Aber es ist die höchste Zeit, ich versäume sonst wirklich noch ein Konzert! Verehrter Meister! Ach, die schönen, schönen Blumen! Und wissen Sie auch, Kind, dass das meine Lieblingsblumen sind? Nein, ja, wirklich, Meister. Das kleine Evchen errät doch meine geheimsten Gedanken. Ich wünschte, der Meister erriet meine. Ich möchte mit... Wohin? In das Konzert. Welches? Ach so,
Was fällt Ihnen ein? Warum denn nicht? Mein Kind, das geht doch wirklich nicht. Ich kann doch nicht den ganzen Tross meiner Schülerinnen mitschleppen. Außerdem ist es ja auch gar kein öffentliches Konzert. Sie ja? haben mich zu tief verletzt. Aha. Glauben Sie, ich weiß nicht. Was? Alles. Ja, was denn? Viel Glück zum Konzert, verehrter Meister. Aber mein Kind. Was, Kiesfustl? Ach, guten Morgen, Marie. Ich wollte dir nur schnell sagen, Fräulein, ich habe die Schlüssel nicht. Die Schlüssel müssen im Musikzimmer sein. Ja, dann im Musikzimmer, ne? Also, ja. Also, ich wollte dir nur geschwind Adieu sagen, Marie, denn denk dir, ich muss fort. Ich habe es eben erst heute in der Früh. In 2-3 Tagen bin ich freilich wieder bei dir. Also ein Konzert. Übrigens, ohne jede Bedeutung. Die Hauptsache scheint mir, ein paar Tage frische Luft zu schöpfen. Ja. Sie sind mir gleich aufgefallen. Sie haben aber nie mit mir geredet. Ach, ich bitte Sie, in Gesellschaft kann man doch nicht reden. Wenn ein dummer Mensch was Dummes sagt, das geht ja noch. Wenn aber ein gescheiter Mensch was Dummes sagt, das ist grässlich. In Gesellschaft sagt aber der gescheiteste Mensch nur Dummes, weil er muss, sonst wird er unbeliebt. Auch Sie? Nein, ich darf schon gescheit sein. Mir erlauben Sie es, weil ich die Spezialität habe, für verrückt zu gehen. Davor muss ich Sie bewahren. Sie lieben Ihre Frau. Aber das sage ich Ihnen ja schon die ganze Zeit. Ja, dann geben Sie sie doch nicht her. Ja, aber wenn der andere Mann für Sie besser ist, wenn er so ist, dass Sie mit ihm glücklich sind. Ja, aber wenn Sie sie lieben. Nur Sie begreifen aber schwer. Ja, das begreife ich allerdings nicht. Ja, lieben Sie denn Ihren Mann nicht? Ja, und? Ja, nehmen wir mal an. Ja, bitte. Man kann doch etwas annehmen. Ja, was nehmen wir an? Nehmen wir an, Ihr Mann hätte sich in eine andere verliebt und wollte von Ihnen weg. Was dann? Ich würde mit aller Kraft um ihn kämpfen. Wirklich? Und Sie sehen so gescheit aus. Wissen Sie, Frau Marie, ich glaube, die Ehe als solche ist wunderschön. Ganz im Allgemeinen, die Ehe an sich, natürlich mit jeder Frau. Eben waren Sie sich noch nicht so sicher? Je mehr ich aber darüber nachdenke, dann... Und wenn es für den Mann mehr als ein bloßes Abenteuer ist, dann... Könnte ich mir wohl denken, dass wir... Dann machen wir das doch. Ja. Aber dann fahren wir jetzt gleich. Ich habe mein Auto da. Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nicht zum Glücklich sein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir an die. Alle Vögel stimmen fröhlich ein, Wochenend und Sonnenschein. Kein Haus. Wie hast du diesen Dings? Statt dass du hupst vor Freude, dass daherkommt. Hupst doch du, ha? Sag mal, dass du keine Freude hast. Daherkommt dann schon einmal ein bisschen gescheit werden auch. Was? Da kennst du unseren Herrn aber schlecht. Der wird nur lange gescheit. Der bleibt ewig jung. Ja, bis er am nächsten Sommer da bracken wird, wie die es zwar. Sag einmal, dass du keine Freude hast. Ja, hast du schon ganz vergessen? Wo waren wir denn ohne Herrn? He? Ich konnt heut noch Kirmöch und du konntest heuer noch in der Küche stehen. Ja. Und wo stehe ich jetzt? Vielleicht nicht in der Küche? Ja, aber in meiner Küche stehst du, ja, da ist ein Unterschied. Ja, geht schon! Man sagt ja, die Liebe, die geht durch den Mond. Aber mit so einer tut man sich recht blam. Hallo da Rio, hallo da Ro, hallo da Rio, was sagst denn da? Drum geh ich wütend, weil es holt sonst nicht aus. Weil alles ist gescheit, als mit der Lasse im Haus.
Hollo da Rio, hollo da Ro, hollo da Ri, jo, was sagst denn da? Hollo da Rio, was sagst denn da? Also bitte, bitte, nur geradeaus, ja da! Da geht's in den Palast hinein. Oh, ist das lieb? Nein, ist das lieb? Oh, wie reizend. Ja, jetzt machst du es dir aber mal bequem und dann... Mia! Mia! Sie soll gleich die Sachen bringen. Bollinger, altes Haus, ja, jetzt sind wir endlich wieder einmal hier. Ja. Ja, gnädiger Herr! Ja, ja, ja. Gnädiger also, Herr, ja! Ja, ja, ja. Also, ja. Ja. Der Herr ist schon da. Ja, also gefällt's dir, Kleines? Wunderschön, Gustav. Alles ist so wunderschön. Ja, es ist nur ein bisschen klein. Bloß die zwei Zimmer, ja. Deswegen, was tragst denn du da für Schuh? Herr Kechers, ich hab doch der Mio gesagt, sie soll mir die anderen Schuhe bringen. Aber... dann hat's vor lauter Freude hat's ganz den Kopf verloren. Ja, aber ich geh geschwind. Nein, nein, lass doch, Bollinger, bitte lass. Solche Schuhe müssen sehr angenehm sein. Ja, 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 das tut am Fuß so wohl. Wissen Sie, wann er sie so schön nach ausstrecken kann. Also, wenn der gnädige Herr will jetzt schon nur Zeit. Ja, bring sie mir bitte, bring sie. Bitte. Ja, alles klar. Ja, aber jetzt nicht, Bollinger, jetzt nicht. Morgen. Morgen in der Früh. Schönheit! Ja, also, so sollte man wirklich einmal ein paar Tage. Ja, aber bleiben Sie einmal, gnädiger Herr. Aber bleiben Sie doch wirklich einmal auf länger. Jetzt geht es freilich nicht, aber nächstens komme ich wirklich einmal auf länger. Und weißt du was? Da komme ich dann allein. Ja, das war halt gescheit. Da bin ich schon. Das ist ja ein Gedicht. Hat's lang gedauert? Entsetzlich lang. Ich war doch so schnell. Ja, du warst himmlisch schnell. Ach du. Erst den Kaffee. Aber ich hab's mir immer gedacht. Was? Dass du eine durch und durch kalte Natur bist. Ich? Ach, Gustav. Na, ich erinnere dich vorhin im Automobil. Oh. Im Automobil? Pfui. Ach, du musst doch auch verstehen, Gustav. Es ist das erste Mal. Ach, wirklich? Ach, ja, wenn du nur denken könntest, Gustav. Du bist doch wahrhaftig der einzige Mann auf der ganzen Welt. Ja, dass ich jetzt da unten in der Stadt Klavierunterricht mit diesen entsetzlichen Gänsen war. Oh, jeder glaubt, du bist in sie verliebt. Aber Kind, das gehört doch dazu. Das ist doch der Beruf, die Pflicht. Wenn du nur nicht mich, vielleicht auch bloß aus Pflicht. Nein, also das mit dir, das sind sozusagen Extrastunden. Wie viel Extrastunden magst du wohl schon gegeben haben, Gustav? Also bitte, jetzt komm mir doch nicht so daher, Herr Patoschka, das sind doch wirklich alle Frauen. Das sind doch alles alte Geschichten. Herr Doktor Jura. Aber wirklich reizend haben Sie es hier. Jura. Ja, ja. Ja, Jura, Jura. Ja, ja, der Mann von der Frau. Aber wo ist denn meine Frau? Ach, Ihre Frau? Ist Ihre Frau denn mit Ihnen gekommen? Ja, dann müsste Ihre Frau ja noch draußen sein. Nein, sie ist schon etwas länger da. Hm? Ist sie da? Martern wir sie doch nicht. Es muss ihr doch höchst unangenehm sein da drin. Also ich muss ihr Verhalten zumindest seltsam finden, lieber Herr Doktor. Höchst seltsam, wahrhaftig. Also wir kennen uns kaum. Ja, wir kennen uns kaum, aber das hat sie doch nicht geniert, mir meine Frau wegzunehmen. Also Herr Doktor, womit doch immerhin eine gewisse Beziehung zwischen uns hergestellt wäre, nicht? Ich weiß wirklich nicht, was Sie eigentlich wollen. Ja, aber das will ich Ihnen doch sagen. Ja, aber holen Sie doch zuerst meine Frau. Was heißt denn das? Wieso soll ich denn dieselbe Geschichte erst Ihnen und dann nochmals ihr erzählen? Das ist doch zu langweilig. Ich wiederhole Ihnen jetzt, dass Ihre Frau nicht hier ist. Und ich gebe Ihnen nochmals mein Ehrenwort. Man gibt doch das Ehrenwort nur, wenn es nötig ist.
Das hätte doch sonst gar keinen Zweck. Ja, wenn Sie meinem Ehrenwort nicht glauben, dann haben wir beide uns kein Wort mehr zu sagen. Also gut, ganz wie Sie wollen. Also dann ist eine Frau also nicht da. Nein. Ich muss gestehen, dass mich das jetzt in eine nicht sehr geringe Verlegenheit setzt. Marianne Landl. Ja, Franz. Bitte, liebe Marie, komm doch einmal herein. Guten Abend, Gustl. Ja, also Marie, dass du... Bitte, liebe Marie, nimm doch Platz. Ja. Wie kommst denn du dazu, zu dieser Frau du zu sagen? Sag mal, was lass mich, ich werde doch nicht ruhig zuhören, wie mein Mann mit einer fremden Frau... Gerecht, Elfindel, gerecht, du sollst alles erfahren. Bitte setz dich. Entschuldigen Sie, dass ich aus alter Gewohnheit noch fortfahre, Delfindel zu ihr zu sagen. Franzl! Gleich, Delfindel, gleich. Bitte setz dich. Na. Wollen Sie uns vielleicht aufklären, was diese ganze Sache überhaupt soll? Gleich, Herr Professor, gleich. Es wird doch gar nicht lange dauern. Wir wollen ja hier zunächst nur Ordnung machen. Also Marie, das ist. Bitte, Gustl, hören doch erst an, er hat recht. Das ist es ja. Der Herr Professor will mich nicht anhören. Darf ich mir zunächst eine Frage an dich, liebes Delfindel, erlauben? Sage mir, du liebst doch den Herrn Professor. Also, was fällt Ihnen ein? Aber sie kann es ja sagen, man kann doch fragen, es ist doch keine Schande. Ja, also wir wollen ja zunächst nur einmal hören. Also Marie, ich wüsste auch zu gerne, was eigentlich dich diese ganze Sache überhaupt angeht. Nun, doch auch ein bisschen was. Also sag es mir, du liebst doch den Herrn Professor. Erlauben Sie! Aber ich erlaube es ja. Ich meine ja nur. Ja, aber lassen Sie sie doch antworten. Jetzt antworte! Nein, Sie dürfen sie nicht einschüchtern. Wenn es etwa so ist, dass du den Herrn Professor vielleicht am Ende gar nicht liebst und dir nur einen Spaß mit ihm gemacht hast. Also Herr Dr. Jura jetzt. Herr Professor Heinck jetzt. Aber Kinder jetzt. Jetzt lass doch endlich Sie reden. Also sage es uns und du brauchst dich auch gar nicht zu fürchten. Und ich versichere dir im Voraus, es ist uns alles recht. So, dir ist es recht? Ja, wo bist du mir nun recht ist oder nicht? Dir ist es recht, wenn ich einen anderen liebe? Das muss man ja nur wissen. Also wenn es dir recht ist... Ob es mir recht ist oder nicht, was kann ich denn dagegen tun? Oh, ich liebe ihn eben. Ich liebe ihn. Sie liebt mich. Also wenn Sie erst einmal miteinander verheiratet sind, da fängt dann ein ganz neues Leben an, weil eigentlich ist der große, berühmte Mann doch ein furchtbares Kind. Ja. Und eigentlich ist das ja etwas sehr Schönes für eine Frau, so das eigene Leben ganz aufzugeben, es dem geliebten Mann als Opfer darzulegen, selbst gar nichts mehr zu sein und ganz ihm zu gehören. Was ist denn? Ja, ich soll nur fragen, weil ich jetzt runtergehe, was ich einkaufen soll. Ach so, ja, das müssen Sie den Herren fragen. Ja, den Herrn habe ich schon gefragt, aber der gnädige Herr hat gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Mich? Ja. Na, mich wird er nicht gemeint haben. Ja, oh ja. Ja, ausdrücklich hat er doch gesagt, da müssen Sie die gnädige Frau fragen. Da hat er aber die Frau Jura gemeint. Ach so? Ach so, na dann frage die Frau Jura. Bitte, lieber Herr Doktor, nach Ihnen. Bitte, lieber Herr Professor, nach Ihnen. Aber bitte, lieber Herr Doktor, unter gar keinen Umständen. Ja, wenn Sie darauf bestehen. Ja. Guten Morgen, Frau Marie, wo kann ich denn... Ah. Wir haben gefischt. Es gibt im Wald einen herrlichen Tümpel. Ja, wunderbar war das. Ich muss heute Nachmittag noch einmal zu dem Tümpel. Vielleicht. Wie viel Schweinsbraten soll ich denn einkaufen? Frau Delfin, der Bollinger fragt Sie. Mich? Ja, wie viel Schweinsbraten bestellt werden soll. Ja, woher soll denn ich das wissen? Sag mal, Bollinger, bist du jetzt schon in aller Herrgottsfrüh betrunken? Na! Ja. Wen fragst denn du? Die gnädige Frau. Der gnädige Herr hat gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Aber die gnädige Frau hat gesagt, ich soll die gnädige Frau fragen. Bollinger, du bist ein Depp. Na, mir ist ja ganz gleich, aber ich muss wissen, wie viel Schweinsbraten. Wer ist denn die gnädige Frau? Ja, also wissen Sie, jemand, der so denkt. Ja, die
gnädige Frau ist die gnädige Frau. Hey, aber die gnädige Frau hat gesagt, die gnädige Frau ist die gnädige Frau. Los, Bollinger, das machen wir anders, weil es ist alles los. Er kennt sie nicht aus, er kennt sie nicht aus. Vielleicht werden wir es dann nicht mehr notwendig haben. Und dann? Dann sollst du erst den wahren Gusto kennenlernen, der es nicht mehr notwendig hat, der berühmte Heik zu sein. Was soll denn das jetzt schon wieder? Kann man nicht einmal in Ruhe miteinander reden? Ich dachte nur, weil ich doch noch nicht gefrühstückt habe. Das ist uns doch jetzt egal. Sind Sie hungrig, Frau Delfine, bitte. Greifen Sie nur zu. Und du? Du kümmerst dich um unser Delfinchen und du gibst Acht, dass es ihm an nichts fehlt. Und dann sprecht euch aus, ja? Sprecht euch nur über alles aus. Ja, Gustl. So schwer es mir fällt, werdet glücklich. Ich will nichts anderes als euer Glück und er hat recht. Keiner anderen Frau hätte ich ihn gegönnt, aber Sie sind die Frau, die er braucht. Da Sie nun aber doch Franz heiraten wollen. Also bitte, meine Liebe. Also ich habe den Franz gewiss sehr gern, aber Franz und Gustav? Sie sind ungerecht gegen Franz. Aber nein, nur Franz ist doch kein Gustav Heinck. Dann verstehe ich nur nicht, warum Sie dann nicht bei dem Gustav Heinck geblieben sind. Ich wäre ja sehr gern bei ihm geblieben, da er aber Sie liebt. Oh, es wäre doch ein Verbrechen, ihn zu heiraten, wenn Sie Franz nicht lieben. So bitte, was haben Sie denn? Ich liebe ihn ja als zweiten Aufguss. Nein, lieber verzichte ich. Verzichten, das ist nicht Ihr Ernst. Ach, höre, Delfin, oh, ich muss dich bitten. Franz, da bist du endlich. Ich muss dich bitten, uns für einen Augenblick allein zu lassen. Ich werde in einem Fort weggeschickt. Ich werde dir dann schon noch erklären. Jetzt lass sie aber erst frühstücken. Das hat Zeit. Nun, so geht doch schon. Ich gehe ja schon. Was ist denn, Franz? Ach, das ist eine schöne Geschichte. Ich habe selten jemanden gekannt, mit dem sich so wundervoll reden lässt wie mit dir. Und du begreifst alles. Ja, aber allein, dass man sich gut versteht und gut miteinander redet, das ist ja schließlich nicht alles. Ja, du meinst das andere? Hm? Na, da weiß ich nicht, ob das nicht sehr überschätzt wird. Na, aber unterschätzen darf man es auch nicht. Ja, das will ich ja gar nicht. Marie, wo hast du denn deine Augen gehabt? Hast du denn im Ernst denken können, dass Gustav und Delfine heiraten sollen? Die beiden würden doch miteinander die beiden unglücklichsten Menschen auf der Welt. Franz. Die Idee war gar nicht von mir. Ja, aber ich kannte Gustav doch noch gar nicht. Er ist ja ganz anders, als ich in mir dachte. Und du hast doch auch keine Ahnung von ihm. Wie konnte es dir sonst einfallen, von ihm fortzugehen? Ja, zank mich nur aus. Jetzt will ich dir aber auch sagen, was ich entdeckt habe. Du hast was entdeckt? Ja, ich habe entdeckt, dass es für Gustav auf der ganzen Welt nur eine Frau gibt. Ja, Marie. Hm? Und weißt du auch, wer das ist? Wer? Du. Der ganzen weiten Welt nur du allein. Das? Habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Aber Marie, ich habe einen furchtbaren Verdacht. Geh! Du hast es am Ende von Anfang an gar nicht ernst gemeint mit mir. Nein, keinen Augenblick, Franz. Aber du kannst lügen. Das ist eine wahre Pracht. Ja, die Ehe ist eine gute Schule dafür. Also, du bist gar nicht beleidigt, wenn ich zurücktrete? Nein, ich bin nicht beleidigt. Das ist schön, das ist gescheit. Du bist eine famose Person. Ich bin ganz verliebt in dich. Du, aber jetzt sag mir eins. Also, du warst bereit, deine Frau herzugeben und jetzt bist du bereit, sie wiederzunehmen. Also, liebst du deine Frau oder liebst du sie nicht? Je nachdem, was für sie besser ist. Mann, du bist ein Unmensch. Na du, aber was fangen wir jetzt an? Du meinst mit den beiden verliebt? Da gibt's nur eines. Ja, wir verschwinden. Und die beiden anderen? Ja, die bleiben hier. Und nach dem natürlichen Verlauf der Dinge kehren sie wieder zu uns zurück. Sie zu dir und er zu mir. Ja, das möchte ich aber eigentlich lieber doch. Franzl? Was? Störe ich? Nein, wir sind gleich fertig. Delfin, Sie sind so lieb und kümmern sich jetzt ein bisschen um den Franz. Ja, ich bin gleich wieder da. Dann bin ich gleich wieder da. Franzl, hör mich. Ja. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jeder Augenblick ist kostbar, Franz. Diese Frau meint es falsch. Diese Frau ist
falsch. Ja, Kraft von Frauen, verstehst du nicht? Das ist diese die höchste Frau ist abgefallen. Franz, du glaubst ja nicht, dass diese Frau... Nein, nein, diese Frau liebt dich nicht. Was? Nein, sie liebt dich nicht, Franzl. Das lache nicht so albern, Franz. Deiner entsetzlichen Verblendung ahnst du ja nicht. Ja, ich ahne, ja, ich ahne. So lass es doch endlich erklären. Nein, nichts lass ich nur erklären. Später, Franz, morgen, Franz. Jetzt aber, Franz, die Zeit vergeht. Und jeden Augenblick kann diese fürchterliche Frau, Franz. Und dann sind wir verloren. Komm! Wohin denn nur? Frage nicht. Franz, du wirst alles erfahren. Jetzt aber nur fort, sonst kommt sie ja zurück, Franz. Und diese Frau ist so entsetzlich. Aber Gustav, was ist denn mit Gustav? Du liebst doch Gustav. Oh nein, quäl mich doch nicht so, Franz. Du kannst ja gar nicht ahnen. Ach, ich liebe ihn ja gar nicht, Franz. Franz, komm mir näher. Du musst mich fester halten. Wir müssen fliehen. So fliehen wir gut. Ja, aber verabschieden möchte ich mich doch. Was? Nein. Franzl, wenn du mich jemals lieb gehabt hast, Franzl, du weißt ja gar nicht, wie lieb ich dich hab. Jetzt komm, schnell! Oh, schnell! Wir fliehen nämlich. Adieu, Frau Marie. Ich rufe Sie später an. Nein, Franz! Bravo. Das hast du wirklich sehr geschickt eingefädelt. Na, es war doch das Bequemste, sie einfach ihren Mann entführen zu lassen. Und so sind wir sie endlich los. Das heißt, um ihn ist mir eigentlich richtig leid. Mir auch. Und weißt du was? Jetzt bleiben wir zwei ganz still und heimlich noch ein paar Tage hier. Was sagst du? Magst? Wenn du willst. Aber du bist doch die Einzige, die ich je richtig lieb gehabt habe. Auf der ganzen weiten Welt. Und wenn ich an die anderen denke, dann nie mehr. Die spanische Partie. Nie mehr. Das Damengarten. Nie mehr, das fühle ich. Man soll's nicht verschreien, Gustl. Gnädiger Herr, eine Dame, noch eine andere Dame. Wie heißt sie? Man bringt es nicht heraus, sie ist viel zu aufgeregt, aber sie sagt, sonst muss sie sich töten. Soll ich sehen lassen? Ich glaube, sie heißt Eva. Nein! Schach? Matt. Mehr. Öffnen Sie Ihr Herz und Ihre Brieftasche. Und wie angekündigt, die Spätbox kommt noch. Danke vielmals. Dankeschön. Wir nehmen alles. Wir danken schön fürs Papiergeld, da machen wir nicht so einen Lärm. Das ist sehr lustig. Danke vielmals. Dankeschön, schon wieder sehr leise. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Danke.